Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen, World's Finest Gamer am Start. Und im fünften Video des heutigen Tages habe ich mal wieder zwei überkrasse Glitches für euch. Zum einen, wie ihr euch VIP-Outfits abspeichern könnt, und zum anderen einen brandneuen unsichtbarer Bauchglitch, den Fraps und ich vorhin gefunden haben. So Leute, als erstes mal müsst ihr mit einem Kumpel, der VIP ist, zum Armonation kommen und ihr müsst sein Leibwächter sein. Dann stellt ihr euch hier vor diese Theke hin, so dass ihr das D-Pad drücken könnt, um an dieser Theke einzukaufen. Euer Kumpel geht jetzt ins Interaktionsmenü und stellt die VIP-Klamotten auf Ölmagnat ein. Und danach, wenn er das dann gemacht hat, drückt ihr das D-Pad einmal nach rechts, um da irgendwie einzukaufen. Und dann könnt ihr hier so Nachtsichtgerät und Atemmaske und so ein Zeug kaufen. Wenn ihr dann da drin seid, dann geht ihr einfach wieder mit Kreis dort raus. Und euer Kumpel stellt jetzt über das Interaktionsmenü die Klamotten wieder auf ganz normal ein, die ihr auch sonst im freien Modus anhabt. Dann geht ihr hin hier zu dieser Wand mit den Klamotten dran und drückt das D-Pad einmal nach rechts, um euer Outfit dann dort mit Viereck abzuspeichern. Habt ihr das dann gemacht, dann begebt ihr euch jetzt zum nächstgelegenen Bekleidungsgeschäft, und im Bekleidungsgeschäft dann angekommen, Leute, begebt ihr euch gleich dann zu den Oberteilen. Und bei den Oberteilen geht ihr jetzt entweder auf Lederjacken oder auf Trainingsjacken oder auf Überzieher, das ist ganz egal, Leute. Da sucht ihr euch dann einfach das aus, was euch am besten gefällt, und dann seht ihr auch schon hier gerade schon im Hintergrund, dass ihr jetzt dann einen unsichtbaren Bauch habt. So Leute, jetzt könnt ihr dann noch hingehen und euch eine Maske aufziehen oder Handschuhe anziehen, die Hose ändern und auch die Schuhe ändern. Und dann müsst ihr halt nur noch zur Kassiererin gehen und das ganze Outfit abspeichern. So Leute, ich bin auf jeden Fall jetzt an dieser Stelle einfach mal raus. Mich würde es jetzt freuen, wenn ihr für diesen überkrassen Glitch jetzt mal so richtig den Like-Button verprügeln würdet. Und für die Leute, die davon auch ein Video machen, wäre es echt korrekt von euch, wenn ihr mich und Fraps dafür verlinken würdet, weil wir diesen Glitch gerade selber herausgefunden haben. So Leute, wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, haut rein und ciao.